Es freut mich ganz besonders, dass so viele gekommen sind und ich möchte euch alle auf das allerherzlichste hier in Schenkenfeld begrüßen. Das Motto unseres Herbstkonzertes heuer lautet: Ab in die Ehren. Die gesamte Crew wünscht Ihnen eine angenehme Zeit. Ich habe heute auch die besondere Ehre, ihn besonders auszuzeichnen. Er hat das Jungmusikerleistungsabzeichen am Tenorhorn in Gold abgelegt. Dazu gratulieren wir dir ganz, ganz herzlich. Bitte sehr. Gratulation, bitte herzlichen Dank. Der Musikverein Schenkenfelden gratuliert für 60 Jahre aktive Mitarbeiter als Musiker und bedankt sich für deine großen Dienste für die Musikkapelle Schenkenfelden. Was motiviert dich, dass du inzwischen schon 60er bei der Musik spielst? Ja, die kollegiale Geschäfte und ja, alles miteinander. Ne? Bin ich 3 Generationen jetzt bei der Musik. Ne? Und mich freut es heute noch dabei. Ne? Aber die Zeit verlassen mich jetzt schon ein wenig. Na, dann muss ich nicht einmal aufhören. Ich weiß es auch noch nicht. Wie geht's dir in Schenkenfeld als Musik abmachen?
Ja, dazu muss ich sagen, mir geht es hervorragend. Ich mache das jetzt das zweite Jahr und das ist ein toller Job nach meiner Pensionierung. Und ich bin ganz, ganz stolz auf meine Musikerinnen und Musiker in Schengerfell, vor allem auch auf die viele Jugend, wie gesagt, die in der Zwischenzeit dabei ist. Und unser Kapellmeister-Team, Manuela Raber und Wimmer Andreas, sind zwei sehr gut zusammenarbeitende Kapellmeister und auf das bin ich stolz. Noch einen schönen Aufenthalt in Schenkenfelden und eine sichere Weiterreise. Wir freuen uns, Sie bald wieder bei uns an Bord zu begrüßen. Was hat dir heute als aktiver Musiker bei diesem Konzert gefallen? Es war voll cool, es war mein erstes Konzert und es ist einfach der Hammer gewesen. Gratulation zum Jungmusikerabzeichen in Gold und wie hat dir das Konzert heute gefallen als aktiver? Ja, danke mal für die Gratulation und ja, das Konzert war voll super, war wieder eine super Geschichte und wir werden nächstes Jahr schauen, dass wir wieder so in der Richtung was hinbringen. Deine Eindrücke als Kapellmeister zu diesem Konzert und bist du jetzt mit deinen Musikern wieder auf sicheren Boden gelandet? Man kann sagen, wir sind wirklich wieder gut gelaunt, ohne jegliche Turbulenzen. Und was mich ganz gefreut ist, halt das, dass ich den Eindruck habe, dass unsere Gäste, die uns immer wieder besuchen, begeistert sind. Und das ist auch mein Ziel oder unser Ziel. Wir wollen einfach unsere Leute, die uns besuchen beim Konzert, einfach einen schönen Abend bieten. Was hat dich bewegt, dass du da nach Schengerfeld zum Konzert nochmal gefahren bist? Schengerfeld ist natürlich eine Hochdestination von musikalischer Qualität. Der Obmann der Leitner Hans ist natürlich ein agiler Obmann, hat uns alle miteinander natürlich bewegt von Lärmfeld, dass wir da zu seinem Konzert kommen. Und ich muss sagen, ich habe es wirklich nicht bereut. Es war ein musikalischer Hochglanz. Die Musiker und Musikerinnen haben sich wirklich alle Mühe gegeben und es war eine tolle Veranstaltung. Was sagt das als Bodenpersonal zu dieser musikalischen Reise? Wir haben einen super Flug gehabt, ohne Turbulenzen. Und wir sind in Schengerfell wieder sicher gelandet.